Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, ich hab's jetzt hingekriegt, dass ich jetzt mit dem Gamepad natürlich läuft. So, ich muss jetzt erstmal gucken, wie funktioniert nochmal die Gamepad-Steuerung hier. So, Jasper. Ihr sagt, euer Name sei Jasper, Bitumial Dalvarek. Ist Dal auf Enderal nicht ein Adelstitel? Gut erkannt, ja. Ich bin meines Pfades Erhabener. Aber bitte, blendet das einfach aus. Ich bin kein Freund von Titeln. Die sind meiner Meinung nach nämlich nichts als Prestigehüllen, mit denen sich langweilige Menschen überlegen fühlen können. Ihr meintet, ihr findet verloren gegangene Dinge wieder. Heißt das, ihr seid so eine Art Schatzjäger? Schatzjäger? Das hat ja einen schönen Beiklang, aber... sagen wir einfach, ich helfe Menschen bei der Erfüllung gewisser materieller Wünsche. Wie der Ordenshüter, der der holden Maid ihren verlorenen Schuh zurückbringt. Nur werde ich dafür bezahlt und habe ein flexibleres Gewissen. Verwegen? Gefällt mir. In anderen Worten, ihr seid ein käuflicher Verbrecher. Das heißt, ihr lebt es nicht so genau mit dem Gesetz. Verwegen gefällt mir. Ja? Das ist schön. Aber bewahren wir uns das Kennenlernen doch für später auf, in Ordnung? Normalerweise bin ich offen für Gespräche, aber jetzt, im Moment, sollten wir uns auf die Mission konzentrieren. Ja, alles gut. Okay, ich wollte nur ein bisschen gequatscht haben. So. Wie spät haben wir es? Ich muss erst mal gucken. Nee, das wollte ich nicht. So. Erst mal gucken. Mit Controllersteuerung, ich mag das viel lieber. Wir haben Messer, Langbogen. Schwere Lederhandschuhe. Ich verstehe die Steuerung. Ah, okay, hier. So geht das. Hier haben wir Waffen. Hier Kleidung, Handschuhe, schwere Lederhandschuhe. Ich weiß noch nicht. So. Schleichen um 16 erhöht, okay. Menschenfleisch. Hier, Zauberbuch. Jetzt können wir das alles lernen. So, Magie. Seltsames Fieber. Ihr fühlt euch eigentümlich. Kalt, aber dennoch fiebrig. Es kostet euch Kraft, eure Gedanken zu fokussieren. Tragkraft reduziert um 7. Wie werde ich das wieder los? Das ist jetzt die Frage. Seid willkommen, ihr frohen Zecher. Kommt heran und leert die Becher. 15 Mal soll es geschehen. Und wir fangen an zu zählen. Einmal nur der Freude wegen. Zweimal für des Paters Segen. Dreimal für die armen Seelen, denen die Moneten fehlen. Und es trinken Hirtenbauern, die sonst auf dem Land versauern. Händler, Schmied und auch der Bart sind sich heute für nichts zu schaden. Entschuldige, ich weiß, ich kann nicht gut singen. Tut mir leid. Sympathisch auf jeden Fall. So, okay, ich wollte jetzt mal gucken, wo müssen wir lang? Hier runter? Kann ich irgendwie sehen... Kann ich irgendwie irgendwo die Uhrzeit sehen? Die Leere, einen Weg finden, das Arkanistenfieber zu bändigen. Fremde Horizonte, Wissen über Enderal sammeln, 4 von 40. Tipp: Mit Wissen gekennzeichnete Dialoge geben euch Wissenspunkte. Apropos Wissenspunkte. Wo sehe ich das mit den Wissenspunkten? Hier jetzt mit dem Controller die Steuerung. Ihr müsst ein Bett suchen, um zu rasten. Ah, okay. Jetzt eine gute Pfeife. So, Küstenkirscher, da haben wir den. Jo. Küstenkirscher. 30 Erfahrungspunkte. Ah, okay.
So, nehmen wir mit. Hat er hier ein Bett? Ja, wir können hier rasten. 8 Uhr morgens. Okay, eine Stunde können wir schlafen. So, hat er mir geholfen gehabt? Ich finde krass die Weitsicht. Also, okay, hinten am Horizont, Grafik nicht so hübsch. Okay, gehen hier die Felsen auseinander. Was ist das? Lesen, Achtung. Grenze des behüteten Landes. Hinter diesem Bergpass kann kein Schutz vor Wegelosen gewährt werden. Reisende sollten sich vor Steinschlägen und Überfällen in Acht nehmen. Ich glaube, das ist nicht der Weg, den ich gehen soll. Kann das sein? Dann gehe ich mal den anderen Weg. Ich frage mich, was ich hier eigentlich für eine Rüstung kriegen kann und so weiter. Ob es hier sowas wie eine Deltra-Rüstung gibt? In Enderal? Und wie das Tier dann genannt wird. Gehen wir mal aber erstmal in die Richtung. Ich wollte eigentlich in Richtung A. Das sieht ja richtig hübsch aus hier. Alte Damm, warte entdeckt. Ach, hier! Hier bin ich. Wo ich angegriffen wurde. Wo liegen jetzt die Pfeile? Ich habe nur noch 8. Mit 8 Pfeilen kann ich keinen Kampf führen. Carbos. Abzeichen der Apothekari. Eisenschwert. Bekleidung dafür behalten. So, Eisendolch, Messer. Eisenschwert. So, wenn ihr im Spiel seid, drückt hoch, um euer Favoritenmenü zu. Hier könnt ihr sehr schnell Zauber und Gegenstände benutzen, die ihr als eure Favoriten markiert habt. Okay, dann. Behalten wir den hier mal bei. Finn. Ambrosia. Hutte. Morscher Langbogen. Spitzer Stahlfall. Waldbären. Sind wir dann erstmal hier alte Vagabundenstiefel. So, Dietrich, Eisendolch können wir verkaufen. Eisenhandschuhe, Endraler Groschen und Langbogen. Vagabundenflucht. Warte mal, können wir irgendwo hingehen, wo ein bisschen mehr Licht ist? Das sieht ja nice aus. Das sieht cool aus. So, mal gucken, gibt es hier noch irgendwas zum Einsammeln? Lebensabsorption. Lehrbuch, Elementarismus. Dahlsager Honigwein. Nehme ich mal mit. So, Carbos. Ruhe und Frieden. Okay, ich glaube, ich musste wirklich den anderen Weg dann nehmen. So, gucken wir mal, was im Haus ist. Alte Dammwarte.
Das hört sich nicht gesund an, was da oben rumläuft. Einzelteile. Nochmal Einzelteile. Wofür Einzelteile? Ein Hobel. Noch ein Eisendolch. Habe ich jetzt einen Hobel mitgenommen? Nägel. So, die Groschen nehme ich mit. Ich brauche Geld. Was habe ich jetzt mitgenommen? Aus Versehen. So, warte mal. Was? So, die Kleidung hat gar keinen Schutz gegeben. Das. So, Hände. Alte Vagabundenstiefel. So, irgendwas habe ich mitgenommen, was ich nicht brauche. Lehrbuch. Die haben wir alle gelesen. So, Wolfsfell, Einzelteile. Das weg damit. Die Korb weg damit. Brauche ich die Einzelteile überhaupt? Traglast 67 von 363. Warum? Und 163. Okay. Ich habe das Gefühl, oben sind Spinnen. Jo. Und da sind Ölpfützen. Rezept Ambrosia. Baldriswurzel und Windwurz. Okay, die sind sehr, sehr stark. Den Kampf lassen wir. Den weichen wir aus. Die sind sehr stark. Wir werden aber auch sehr viel Ambrosia brauchen. Mhm. Okay, Kampf ist vorbei. Dann muss ich, glaube ich, diese Richtung gehen. Kann das sein? Ja, okay, von hier kamen wir. Wir haben keine Wahl. Wir müssen den Weg gehen, die Sonnenküste entlang. Um überhaupt irgendwie irgendwo mal weiterzukommen. Ich will auf jeden Fall nach Ark. Vor allem hier ist auch richtig schön die Karte, die Straßen angezeigt. Der Weg nach Ark ist echt lang. Ne, das wollte ich nicht. Ich wollte hier gucken. Warte mal, erstmal will ich jetzt Steuerung gucken. Linke Hand aktivieren, ziehen, Charaktermenü, Perspektive wechseln, springen, sprinten, Talent, Talentmacht, schleichen, warten, Tag. Gab's hier jetzt aber. Wie komme ich hier in das Dingens? Er singt schon wieder. So, und ab hier beginnt die Gefahr. Die Ziege. Okay, an die Ziege kommen wir nicht ran. Alter, wie schwach bin ich? Oh, was haben wir hier?
gebackene Kartoffeln, Genesungstrank. Was haben wir hier? Dietrich und Groschen. Ich kann nicht schlafen, wenn Feinde in mir sind. Straßen die. Ah, super. Schlampe. Was? Das wirst du bereuen. Jo, so, warte mal, für 4 Sekunden erhöht euer Kanistenfieber um 2 Punkte. Vagabundenstiefel, Pfeile. Das nehmen wir auch mal mit. Nehmen wir mit. Wir können das verkaufen. Dann liegt er hier nach dem Grund. Apropos, warte mal. Ambrosia müssen wir mal eins nehmen. Jetzt haben wir Arkanistenfieber auf 7%. Ich wollte da eigentlich schlafen, aber. Gut, wohl nichts draus. Ich glaube, hier muss ich lang, oder? Ist das eine Straße? Wo muss ich lang? Ich glaube, das hier ist der Weg. Da ist ein Hase. Die spinnen wieder. Aber ich glaube, ich muss hier entlang. Das scheint der richtige Weg zu sein. Irgendwie. Was haben wir hier? Eisplanke. Ich bin lieber hier unten. Gegen die Spinne schaffe ich, glaube ich, noch nicht. Gegen Schlammkrabben. Wie heißen die hier? Eine Flusskrabbe. So, durchsuchen. 15 Erfahrungspunkte, nice. So, da vorne haben wir eine Hütte. Altes Dreiflusslager entdeckt. Noch so ein Troll. Ich muss hier aber lang. Ich renne an dem vorbei. Gibt welche Taste ist ein Rennen? Ah, nö, jetzt auch noch die Wölfe. Nein, komm! Ich hoffe, die kommen hier nicht ran. Und lasst von mir ruhen. Steuerung, was war Sprinten? LB, okay. Ausdauer niedrig. Komm, ich will da hoch. Ich
Was, wenn ich schwimme? Können die schwimmen? Ach, das war ein Bär. Werde ich hier im Wasser auch noch angegriffen? Ich glaube, das war keine Idee. Der folgt mir die ganze Zeit. Mich. Der hat mich ganz genau im Visier. Die anderen haben mich, glaube ich, verloren. Nur er nicht. So, hier haben wir einen Bauernhof. Ernsthaft, Herr? Gehen wir hier hoch. Ich hoffe, der findet mich nicht mehr. Er verliert meine Witterung. Ja, wir rutschen hier runter. Keine Ahnung, wo die anderen beiden da sind. Aber der ist mein Problem. Aber die Musik ist heftig. Die ist geil. So, gleich haben wir es geschafft. Trotzdem noch hier? Ja, das okay, muss ich mit Tastatur das hier machen. 30 von 99 Leben, Mana 88 von 88, Ausdauer 95 von 95, 7% Fieber und okay. Stufe 2, Handwerkspunkte habe ich noch 4. So, okay, warte mal. Sind wir hier nochmal. Wo hatte ich bisher investiert? Hier hat man investiert. Schatten der Winde. Passende Rüstung. Vagabund. Infiltrator hinterhältig. Ich würde vielleicht auch mal hier. Wolfsblut. Nee. Fokus. Vielleicht hier in Rage auch noch ein bisschen was investieren. Ist weg. Was ist das für ein Bauernhof? Alter Hof entdeckt. Kann ich hier wohnen? Kann ich mich einnisten? Ich bin am Arsch. Ist vorbei mit mir.
einfach nur in Sicherheit erstmal sein. Irgendwo, wo ich immer in Frieden zurückkehren kann. Irgendwas wissen, wo ich wirklich immer sicher bin. Warte mal, was haben wir denn da? Zwei von 100 Mal schon Symbolen gesammelt. Ne, das sind normale Kühe, okay. Die extrem stampfen. Ich glaube, ich muss durch den Bauernhof, kann das sein? Der Weg hätte mich hier rum irgendwie geführt. Altenhof entdeckt. Ich glaube, ich muss hier durch. Ich weiß jetzt nicht, was noch hier auf uns zukommt. Gab keine Erfahrungspunkte. Okay, da sind Vagabunden. Kann ich schnell speichern? Ja. Ich hoffe, die greifen mich jetzt doch nicht an. Flussheim? Ah. Ich gehe ja schon. Sorry dafür, dass ich gerade noch ein bisschen feige bin, aber guck mal, wie viel Leben die uns wegnehmen können. Und wir können hier nicht automatisch regenerieren. Oh nein, 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 ja, kümmert ihr euch drum. Interessant, wie die kämpfen. Aktuell sollen lieber die anderen sich drum kümmern. Hier ist irgendwo ein Windwürz. Wo ist da oben? Die brauchen wir für Ambrosia. Na, okay, meiner Pilze auch. Da baumelt jemand. Ach nein! Wölfe immer. Kann ich sehen, wie viel Schuss ich habe? Da ist der. 52 Schuss. Wo sind sie hin? Schwierigkeit Adept. Was gibt's noch? Experte, Meister, Eiserner Pfad, Lehrling, Novize. Naja, wir bleiben bei Adept. Wir bleiben bei Adept.
Denn ich gehe von aus, dass jetzt erstmal alles hier unglaublich schwer ist. Aber im Laufe des Spiels wird das einfacher. Ich glaube, ich muss mich hier wirklich überall an jedem vorbeisneaken. Ich höre hier noch einen Windwurz. Und ein blauer Quarz. Wofür braucht man einen blauen Quarz? Kann man schon den Turm auf dem Dings oben sehen? Ne. Ah, verdammt, die können. Nein, das wollte ich nicht. Dreckswölfe. Kann ich hier anders irgendwie vielleicht an denen vorbei? Ich habe so ein Gefühl, die finden gleich hier oben rum einen Weg zu mir. Zu denen wollte ich nicht. Weg ist er wieder. Die fällt mir gerade irgendwie wenig mit den Wölfen. Aber auch alle so stark und wir können nicht einfach automatisch regenerieren. So, wo ist denn der Wolf? Hätten wir hier die Möglichkeit auch noch irgendwie mal zu rasten? Alter Stollen entdeckt. Irgendwas hat mich entdeckt. Ach nein. Der schon wieder. Gehen mir die Wölfe auf den Sack hier. Ja. Schnell speichern. Da vorne sind Menschen. Das ist ein Dorf. Hey, du da. Ja, genau, du. Soll ich dir ein Geheimnis sagen? Was meinst du?
Naja, ich hab was gefunden, was richtig Tolles. Aber allein komme ich damit nicht weiter. Ich brauche die Hilfe von jemand Großem und Starkem. Da bin ich die Falsche an. Ich zeige dir, was ich meine, und du versprichst mir dafür dann, dass du mir damit hilfst. Was sagst du? Und warum fragst du dafür mich und nicht deinen... Ich weiß nicht, deinen Vater, deine Geschwister? Ich könnte gefährlich sein. Was ist denn damit? Na schön, ich helfe dir, zeig mir dieses Geheimnis. Warum fragst du dafür mich? Gefährlich? Ich... ich weiß nicht. Dann wärst du doch nicht so nah an Flussheim und den Gardisten, oder? Außerdem dürfen Papa und die anderen nichts davon wissen. Sonst klappt die Überraschung nicht mehr. Und was ist denn damit? Das zeige ich dir gleich. Aber erst musst du mir versprechen, dass du hilfst. Komm schon, sei kein Frosch. Sei kein Frosch. Ich kann nur annehmen. Ne, ich kann auch gehen. Okay. Sei kein Frosch. Geil. Flussheim. Ah, das ist Flussheim. Was ist das denn? Was ist das? Striezel! Hey, Striezel! Böser Hund! Fängt schon sehr gut an. Sei kein Kopf. Ja, ich würde gerne... Hey, du da! Ja, genau, du! Soll das nicht dir jetzt ein Geheimnis sagen? Nicht jetzt. Ich habe gerade keine Zeit. Ich muss erstmal Gesundheit vollkriegen. Vielleicht irgendwie irgendwas, wo ich schlafen kann? Eine Taverne? Oder sowas? Echt süß, die Schweinchen hier. Hey, Schweinchen. Ey. Guck mich an, sei kein Frosch. So, was ist das? Flussheim, Haus der viele Sohns. Viele Sohns, okay. Ich suche aber etwas, wo ich schlafen könnte. Ein Stündchen würde schon reichen, damit die Gesundheit voll ist. Da geht's nach Ark. Okay. Ulmer Sonnenstein. Und Bosch. Zur betrunkenen Biene. Dorfbewohner. Man muss ihnen auch alles zweimal sagen. Wirtin Cora. Schreitet wohl. Ich suche ein Zimmer für die Nacht. Ist noch etwas frei? Ja, wir hätten da was. Zwar kein Palast wie in den Tempelgärten, aber auf jeden Fall bequem und günstig ist es noch dazu. Wie wär's? 10 Groschen, ja. Wunderbar. Dann lasse ich mal den Raum für euch aufsperren. Erholt euch gut. Auf bald. Jo, wo ist denn das Zimmer? Aber kaum schaut man mal weg, geht's dazu wie in einem kyrannischen Freudenhaus. Was? Ja, einfach furchtbar. Naja, aber was will man machen? Ich gehe dann mal weiter. Schreite wohl. Du auch. Pass auf dich auf. So. Der Pfad, Buch 12, die Sternsommer, ne? Stehlen. Ist das Zimmer von mir? Eine Stunde, dann ist Gesundheit wieder voll. Ach ja. Man muss ihnen auch alles zweimal sagen. Oder ist das sie das gewesen? Blutmond? Ist auch still. Ich träumte vom Blutmond. Voller Trauer saß er auf dem majestätischen Thron im Himmelszelt und überblickte das verkommene Land.
mit seinen tränenfeuchten Augen. Das sanfte Rot, mit dem er die Wiesen und Felder zudeckte, wie die Leichenfrau ein blasses Kind die blutrote Decke aus Samt und Vergessen benetzte, meine Seele gleich den Schatten jener langen, blassen Bäume, die ihr kahles Angesicht in die endlose Brise halten. Ich habe das Gefühl, ein Teil meiner selbst starb in jenem Moment, als ich das unnatürliche Licht des Mondes auf dem Boden verenden sah. Diese Fremdartigkeit im Vertrauten, diese unbegründete Melancholie und das Sehnen nach Ferne und unmöglicher Architektur, nach Menschenfremden und Unbegreiflichen, nach Dingen, die meinem Verstand auszulöschen drohten. All das nur durch den Mond, der dort oben saß, wie ein uraltes Kind, fahl und blass wie eine lange vergessene Leiche. Träume vom Blutmond. Wir auch wieder stehlen. Aktuell will ich noch nichts machen, womit ich die Leute gegen mich aufhetze. Denn aktuell glaube ich auch, die sind alle in der Lage, mich kaputt zu hauen. Nett. Madame. Jetzt eine schöne Pfeife von Kraut. Neu Gazidora. Gibt es irgendwelche Neues? Wo seid ihr die letzten Monde gewesen? Die ganze Stadt spricht doch nur noch von diesem verrückt gewordenen Magister. 15 tote Novizen, Mann oh Mann. Dabei war er doch den Erzählungen nach so ein guter Mensch. Okay, ich suche Arbeit. Arbeit, Wenn ihr euch mit Kräutern oder Heilkunde auskennt, solltet ihr mal den Major ansprechen. Der bangt schon seit Monaten um seine Gefährtin. Arme Mathilda. Eine großmütigere Frau habe ich nie getroffen. Die Stimme aus dem Wasser. Beim Bürgermeister erkundigen, was mit seiner Gefährtin Mathilda nicht stimmt. Okay, warte mal, ist das... Flussheim ist schon... Flussheim, Madexhof. Ist das... Ah, ist das komplette Ding hier, Ist da vorne auch nochmal? Wo geht's weit? Ich glaube hier lang, ne? Okay, Flussheim entdeckt. Ah, das ist ganz... Hier, das ist Flussheim und das gehört noch zu Flussheim, okay. Das ist alles noch Flussheim. Und da haben wir den ersten Myrabentur. Alfred? Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier mal in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.